Herzlich willkommen zur ersten Folge zu Let's Play GTA Online, ein Open-World-Spiel, jetzt mit Online-Part, zum ersten Mal hier in GTA. Hier haben wir unsere Spielfigur. Ich hab dir sich eingestellt. Dann haben wir hier noch unser Live-Publikum. Ich begrüße zum einen den Marco und zum anderen die Luise. Und wie gesagt, der Marco hat sich hat für mich dann den Kleidungsstil ausgewählt und ich habe dann halt das Gesicht gemacht und ja, eine Hintergrundgeschichte gibt's ja so gesehen erstmal nicht. Also ja, gehen wir erstmal zurück zum Menü. Dann nehmen wir auf die Werte. Hier können wir nämlich ohne was machen, glaube ich. Ja, wir sind nicht so die Schleicher, also werden wir. Ja, Taucher selber auch nicht. Wir werden nur mehr auf Schießen und auf Ausdauer gehen. Ach, nee, geht ja gar nicht. Also gehen wir mehr auf Stärke ruf. Ja, den Rest machen wir auf Fahren, dann passt das auch wieder. Okay. Jetzt zurück zum Menü und Speichern und weiter und wir legen sofort los. Ach, nee, wir müssen noch einen Charakternamen senden. Ersetzen. Und zwar. Nee, warte. Hier war der Charaktername. Ich sehe mal 12 Zeichen. Wie nennen wir den? Du überlegst schon. Die Stille, die unheimliche Ja, Stille. ist unglaublich schön. Ist das. Nee, ich bin jetzt ganz ohr. Ja, Alfred passt schon mal nicht. Nee. Wie wär's mit Erwin? Ach, na, natürlich. Nee, das weiß ich ja schon. Ja, was nehmen wir jetzt da für einen Namen? Böses Hausknie. Ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig. GATT. oder hier. Was dir auf jeden Fall gefallen würde. Ah ne, da fehlt ja noch ein P. Ist auch falsch Der die geschrieben. Rohre Ja, der die verlegt. Rohre verlegt, super. Na komm, wir müssen uns doch hier irgendeinen Namen ausfallen lassen. Irgendwas, was halt ins Amerikanische passt. Dave. Dave. So, Dave. Dave, lass mal, ja? Irgendwelche Einwände? Jo, dann haben wir jetzt Dave. Ja, genau. So, annehmen. Ich spiele jetzt hier mit einem Gamepad und das sieht schon echt scheiße aus. Ich hoffe, es gibt auch noch ein Schönheits-OP, falls ich noch was verändern will oder so. Natürlich, muss ja, Mensch. Kannst du auch andere Sachen noch machen? So, Escape für nein, wir wollen sie nicht überspringen, wir wollen nicht uns ja alles angucken. Ja, jetzt hier die Ladezeiten hatten wir ja schon auf der PS3. Also ich habe ja das Spiel schon auf der PS3 gespielt gehabt. Und da sind die Ladezeiten ja sowas von ellenlang gewesen. Aber gut, okay, ist halt ein gigantisches Spiel. Das soll ja angeblich, ich habe gehört, ihr habt auf 12 DVDs rauskommen, das Spiel. Gut, okay, eigentlich hat sich das gerade keiner was. Die Optik ist schon mal ansprechend. Also, man merkt schon eine Veränderung von PS3 hier auf Rechner. Also, ich spiele jetzt hier auf dem PC. Und ja. Lass ich erstmal die Szene durchlaufen. Thank you.
What that shit do, you big old pimp, you? I see you up in this motherfucker now, huh? That's what I'm talking about. Come here, holler at your boy, man. It's good to finally meet you, man. After all that time on Life Invaders, man, we're friends in real life now, huh? Look at you, dude. You, like, smaller than you look in your picture, but... Oh, fuck it, it don't matter. Hey, I heard you wasn't a big talker, right? I said, just probably need to get settled in, got that jet lag, you know? So I got a little gift for you. Welcome to Los Santos. Untraceable. You gotta love that. Who your partner is, pimp? Who your partner is? Man, dog, I'm glad you here, man. It's all kinds of opportunities in Los Santos. I mean, that's if you got the nuts to pull them off. And don't even trip, man. Your boy know people all over the city. Like the boy Hal, he is like hands down the best mechanic in town. Or the other boy Simeon, man, he's literally the best bullshit artist in town. Or we can go fuck with the homie G, or any of the homies from family for that matter. You straight. Matter of fact, we gonna fall through on Hal right now, see if we can get us a race, you know? You with the business, we can make us a little wage. Ooh, wait, that's my shit. Wie, warum er das Musik nennt. Yeah, dawg. This is the spot right here. Go post up right there real quick while I make this call. We're gonna get you a car or something to race in, or stare at the back of my shit in, because you're going to eat my dust, punk. Shay Shay. Ja, das ist es denn jetzt wohl? Also bewegen kann ich mich jetzt noch nicht, oder? Nee, macht er alles automatisch. Na gut. Da Martin mich gerade gesagt, wir sollten hier ein Rennen fahren und ja, der will uns jetzt abziehen und das lassen wir nicht zu. Naja, okay, hier geht's auch jetzt direkt los. Sie sind also. Sind das jetzt echte Spieler oder nicht? Hier ist keiner. Sieht jetzt auch nicht wirklich danach aus, als es echte Spieler wären. Obwohl, hier Lamar natürlich nicht, aber. Naja, die Rest vielleicht noch. Naja, das Zeichen ist ja da hier, ob sie mit Controller spielen oder nicht. Aber na gut. So, jetzt sollen wir uns hier ein Fahrzeug aussuchen. Die Auswahl sieht aber jetzt nicht so prickelnd aus. Ja, hier. Oder? Suchst du? Schwarz, ja? Schwarz. Okay, das war schwarz. Gewinneraktion. Ah, hier. Das ist nicht schlecht. Das werdet ihr denn sehen, das sieht super aus. What's up with that shit, man? What kind of whip you trying to push, homie? So. Wetten können wir jetzt nicht. Oder bisher sagt, wir lassen es lieber. Weil unser spielbares Geld ist ja. Ne? Da haben wir nur ein paar Kröten. Warten wir noch die Hunden. Rechts sieht man ja die Zeit jetzt ablaufen. Die warten wir jetzt noch schnell. Dann ziehen wir die anderen ab. Sollte eigentlich gar nicht so schwierig sein, so eine Karre zu lenken, ne? Ain't no shame in coming second, dog. Somebody gotta do it. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Trying yet, fool?
Rally fahren hier. Danke. You getting wheels on his ass. He owns your ass, fool. Watch out. Junge, 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 drängt er mich hier ab, ey. Ey, fuck, ey. Aber warte, ich krieg noch mein Freund. Now get back to where your ass belongs. Ich fahre hier wie wild, so ja, ey. Ich renk hier in Afrika, willkommen in GTA. Ja, aber der ist richtig ab, aber der ist ja ein bisschen schneller als ich hier. Na? Kann man ja hier schießen schon? Kann man nicht, ich bin so regulierend. Weg da, du Sack in sich. Oh! So ein Penner, ey. Ich kann überhaupt kein Facebook. Ganz ehrlich, ich bin nur bei Twitter. Wieso? Wolltest du jetzt Forsch gerade mir nach, oder was? Ach. Mach das bei Twitter wieder. Naja. Irgendwann. Wow. Ja, I know. Ich hätte nämlich gerade beinahe eine Palme geküsst. Wir sind jetzt hier gerade auf dem zweiten Platz. Ich hoffe, den letzten hier, den schaffen wir noch weg. Gut, sauber, danke. Dann bleiben wir mal einfach mal strange auf dem Gas drauf. Aber hinter uns, da tut sie wieder was. Da kommt nämlich dieser Pirax wieder oder der heißt. Da ist er ja, Hallöchen. Wo hat denn ja so eine schnelle Kiste, sag mal. So, der hat einen. Oh, schnell nicht, Point Blase. Die lassen ihn nicht in Ruhe. Oh, jetzt haben wir richtig verkackt hier. Na, auf fünften Platz runter hier ran, ey. Na, 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 hier. Okay, da ist ein Deutscher. Den lassen wir aber hier hin. Ist halt ein Landsmann. Dann haben wir jetzt zwar den zweiten Platz nur erreicht, aber naja, okay. Dann haben wir halt das Feld für geil geräumt und dann war es okay. Wir sind halt keine Kollegenschweine. Aber schöne 3700. Das passt mir schon ganz gut. Und wir haben Rang 2 erreicht. Schade, ich hätte gerne ein Andocken gesehen. Oder mein. Wie ist es da? Trockenvögel. Oh, na gut, okay. Aber hey, wir sind auf dem zweiten Platz. Ist ja jetzt keine schlechte Leistung, oder? Zweiter von acht ist gut, ja. Danke. Naja. Nächstes Mal wird besser. Was genau hier, der Pin XA Pixels. Der hat einen Search gehabt, also diese Elektrowagen, glaube ich, war das bloß. Aber das Ding hat halt eine hohe Beschleunigung, aber eine geringere Endgeschwindigkeit als meiner gehabt. Tesla fahren. Hä? Tesla musste fahren. Was ist denn ein Tesla? Ist auch ein Elektroauto. Okay. Naja, hier, jetzt kommt das Fachwissen raus über das Spiel. Sehr schön. Hört wieder die die Ladezeiten. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, wie gesagt, Rennen ist jetzt nicht schlecht gelaufen und ich denke, ja, das wird natürlich noch besser, je nachdem. Auf jeden Fall werde ich mir, ich habe mir vorgenommen, eine richtige Muscle Car Sammlung zu machen. Ich bin totaler Fan von Muscle Cars. Ich auch. Das ist sehr schön. Dann habe ich wenigstens meine Seelenverwandte. Und du? Marco, willst du dich outen? Ich mag auch Muscle Cars. Aber? Marco, Japaner. Imports, alles klar. Naja, okay, Muscle Cars sind ja dann in dem Fall auch Imports. Was jetzt hier RL betrifft, also hier Deutschland und so. Aber na gut. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt auftauchen. Yes. Yeah. Man, if you don't get off my phone with this bullshit, why? Man, some people are so clean. Hey, what that shit do? You trying to make some cheese? My boy Gerald G, he looking for somebody low-key right now, and to be 1,000 with you, I'm thinking you.
Look, Mann, wie hieß denn dieser Basketballer, unser deutscher Basketballer da? Dieser ganz große. Der war auch bei TV Total auf jeden Fall. Von der Seite sieht mein Charakter aus wie Dirk Nowitzki, nur halt mit dunkelblonden Haaren. Oder mehr so weinroten Haaren. Nussbräunen. So, kriegen wir jetzt unsere Karre oder kriegen wir jetzt keine Karre? Hier steigen jetzt 4 Leute in einer Karre ein und ach so, jetzt wird schon die Gruppe gebildet, oder was? Ja, jetzt wird die Gruppe gebildet. Also sind wir jetzt zu 4. Oder was? Gucken wir mal kurz. Ja, wir sind 4 Leute. Also alle Team 1. Okay, zielen kann ich schon mal. Ich schalte mal kurz in die Ego-Perspektive. Ihr seht alle so cool aus, ne? Ja, okay, du nicht, aber... Was soll's? Ausschließ ihn. Wie hast du eine warme Decke und Kakao? Kennst du doch, oder? Drawn together? Okay. Kulturlücke. Was macht der denn da? Es kommt schon ein bisschen intensiver rüber, wenn's eine Eco-Perspektive ist, ey. Sieht aus wie neu. Oh Mann. Polen. Oh, der hat den aber gerade die Vorfahrt hier noch. So, gleich mal aussteigen dann, wenn sie wohl so weit sind. Und dann holen wir uns da die Kohle. Phil Collins, oder? Ja, Mann. Nichts Besseres. Ja, ich gehe schon mal vor hier. Ihr könnt da schon mal weitermachen. Danke. Genau so macht man das richtig. Alter, 4 Leute, um ein Paket wegzuholen, ey. Mussten schon töten. So, jetzt ist er weg. Jetzt müssen wir hier raus und ein Auto holen und dann... Na, komm schon, komm. So, wir sind ja nicht blöde. Da kommt der jetzt. Da fahren wir jetzt eben einfach mal entgegen. Versuchen zumindest. Vorne ist er nämlich schon. Ups, Entschuldigung. Ja, lass ihn mal hinter mir sein. Jetzt möchte ich mal der Star sein hier. Okay, wo ist der? Da ist er. Na gut, okay, mit der Steuerung, da muss ich nochmal hier hinkriegen, ey. Das ist ja Wahnsinn. Oh, jetzt aber. Nee. Die Taste. So, haben wir den. Danke. Sehr freundlich. Ja, das mit dem Schießen, da muss ich noch mal ein bisschen in die Dings gucken, ey, das sieht ja so nicht. So, ist doch noch ganz gut. Außerdem hat es der davor mehr zerstört gehabt. Ich war's nicht. Oh, Mensch, ich kann das nicht auf den so geachtet. Mensch. Ja, komm, wir wechseln mal schnell. Das Auto ist ja hier im Zustand, den kann man nicht mehr lassen. Grüße dich, ich bräuchte mal dein Auto, danke. Ja, so meine Halsklasse hier. Oh. Oh. Sag nix. Ich will dich stören. So, jetzt müssen wir hier irgendwo hin, oder? Natürlich ganz cool ohne Knarre drin. Wir haben mit alles mit den Händen gemacht. Nur mit unserem Bart. Hey G,
Come out here, man. My folks here. What's up, dog? How you doing? Well, goddamn, you antisocial motherfucker. You gonna speak? Hey. See? I told you. Y'all gonna get along great. Y'all can get to take this shit on the road. How your little ventriloquist act going on? Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dough. Yeah. All right, here. It's right. Don't bother counting it. You get anything else interesting, bring it my way. Yeah, what I tell you, motherfucker, he like you. And now you got you some bread, what you need to do is go get you some motherfucking gear, because you bummy as fuck. You can't be walking around with me looking like that. You need to better representate yourself, you know what I'm talking about? Hey, G, don't get lost, fool. Come on, man, tear that shit off, man. I need my commission. G, you hear me, dog? I need my commission, nigga. You about a stingy motherfucker, man. Bestanden. So, ich dachte, die Zwischensequenz hört nie mehr so viel. War gut, wir haben es geschafft. Und wir sind auf Level in Rang 3. Endlich hochgestoßen. So, okay, jetzt sieht es so folgendermaßen aus. Alle haben das gleiche Gehalt gekriegt, aber ist nicht immer so, habe ich mal mitgekriegt gehabt. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht gleich erschossen werde. Wir setzen uns erstmal ins Auto, dann müssen wir ganz schnell ins Internet, Finanzen und Maisbank. Da wollen wir nämlich gleich einzahlen, damit es uns sicher ist. Weil wir vertrauen hier niemanden. Jeder könnte uns hier abschießen. So, oh, Entschuldigung. So, die ersten Kunden werden aber nicht lange auf sich warten lassen, weil hier wird man sehr gerne abgeschossen. So, hier Kleidung. Und wir schauen mal, wir parken erstmal den Standard zunächst. Die verfolgen die mich, aber ich habe so eh kein Geld in der Tasche. Die können machen, was sie wollen. So, ja, wir gehen jetzt erstmal hier in den Laden drin. Dann kann Luise mal ein bisschen shoppen gehen. Keine Sorge, dein Outfit werden wir natürlich auch noch beibehalten, denn... So! Bitteschön, viel Spaß! Also, ich finde das schön. Ja, da passe ich auf jeden Fall drin. Oh Mann, ey. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie mir auf immer ein Kleid rübersetzen würde. Da oben steht's, rechts. Immer dann. Ne, das sag ich jetzt nicht. Ja, bloß keine Anzüge oder so. Also wünsche ich mir. Also mach ruhig was Ausgefallenes. Und keine Bikinis. Oh, du hättest so gerne ein Bikini gesehen. Das war so klar. Ja, Leute, wir sind immer noch im Tutorial, also so richtig geht's noch nicht, natürlich noch nicht los. Es wird noch ein kleines bisschen dauern, aber wir beeilen uns da, beziehungsweise Luise beeilt sich ja gerne, um dann, damit wir dann aus dem Tutorial rauskommen und dann das richtige Spiel spielen können. Und ich merke gerade, mein Fuß ist eingeschlafen. Oder mein ganzes Bein. Taub. Ja, das, wisst ihr, wie das kribbelt denn jedes Mal, wenn du denn bewegst? Oh. Ja, das passt auch. Das ist so ein durchsichtiges T-Shirt. Das muss so sein. Ja, genau. Obwohl, das würde eigentlich passen. Das sieht so ein bisschen so... Na. Das hat auf jeden Fall nicht jeder. Ja, die wird sich jetzt erstmal hier durchgucken. Könnte man eigentlich sagen, dass es schon fast klischeehaft ist, dass die Frauen immer so ein bisschen länger brauchen beim Shoppen, oder ist es jetzt schon wieder zu tief in der Tasche gegriffen? Meistens vielleicht schon. Ja, naja, wenn ich mir so Rocco angucke, also mit anderen Let's Plays, den kennt ihr ja, also die Zuschauer zumindest, und ja, wie gesagt, also
Der braucht auch immer sehr lange und der lässt sich auch super gerne ablenken. Den hast du ihm jetzt hier verpasst? Okay. Und jetzt noch eine Hose dazu. Oh, ja, hier. Ich weiß nicht, es gibt hin und wieder so Sachen, die sehen schon echt geil aus, aber ich weiß nicht, ob die zum Rest passen. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Dreiviertelhose an oder so. Ach so, du willst ja. Natürlich, ja klar. So. Ja, ja, du musst dann hier halt sich mal ein bisschen umgucken. Da sind zum Beispiel Hosen. Denke ich mal. Ne, sind auch wieder bloß Oberteile. Ja, wo müssen nur die Hosen sein? Drücken, um Schuhe anzusehen, stand da jetzt gerade. Da! Hüte, Oberteile. Oberteile. Da sind Hosen. Hier, schön aus dem Discounter, sehr schön. Oh, bitte keine Arbeitshose, also wirklich. Ja, nee, das ist jetzt hier Militärausrüstung, so. Aber es sieht mehr so aus wie eine Leggings. Oh Mann. Wovon habe ich mich da bloß einen lassen? Oh, die Stiefel, die passen ja. Es hat so ein bisschen so eine Szene, bräuchte man nur noch einen Kahlschnitt. Na gut, okay, das sieht so standardmäßig aus. Na, ich weiß nicht, also. Mach wieder längs, ich werde sowieso damit rumlaufen müssen, denn erstmal in nächster Zeit. Nein, nicht die rosane Hose. Bitte nicht. Na Gott sei Dank. Ja, die Sachen sind alle schon gesperrt, wie du schon jetzt links im Bildschirm, in den Kleebildschirm sehen kannst. Rechts natürlich, Entschuldigung. Und, ja. Ich glaube, das ist genau dein Ding gerade, wa? Schön gucken. Oh, hi. Da hat ihr bestimmt tonnenweise Leute, die brauchen echt lange, denn da, um sich da was richtig auszusuchen. Kannst du nicht über der Temp noch eigentlich eine Jacke rüberziehen oder so? Oder geht das nicht? Weil das schon als Überteil zählt. Als Oberteil, richtig? Also das war immer über die. Ja, okay. Na, willst du dich noch oben entscheiden und was anderes anziehen einfach mal? Ja, du hast recht, das ist das zugeknöpfte Hemd, das wird dann einfach überlagert, also ersetzt, meine ich. Du willst College-Jacken anziehen. Na, blätter mal ruhig durch. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wir machen die erste Folge, machen wir ja, eine halbe Stunde machen wir sie jetzt, dann hast du jetzt noch so knapp über eine Minute. Musst du mal auf Jeans gehen denn? Geh mal zu den Hosen. Wer ist denn zu den Jeans? Da oben sitzt du schon. Ja, 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 klar. Natürlich. Das willst du nicht haben. Also, Alter. Das ist nicht euer Ernst, ey. Das sind doch keine Jeans, das sind Leggings. Nee, nee, geh mal weiter runter vielleicht. Ja, weil ihr überall noch eng steht. Geh mal noch ein bisschen weiter runter, bitte. Also. Jetzt sind die normalen da. Also, ganz ehrlich, Alter, das hat mich auch ein bisschen erschrocken gerade. Das sind doch Leggings gewesen, ey. Oder hier, 70er, 80er Jahre vor Mauerfall, solche Jeans, ey. Meine Güte. Ja, jetzt nicht mehr weiter. Das war's schon. Die sind alle schon wieder gesperrt hier, die ersten vier. Die letzten vier. Langweilig. Ja. So ein Saftladen hier. Brennt es nieder! Oh Mann.
Ja gut, die würde mir auch noch gefallen, diese dunkle Sorte davon. Ist ja bloß mein Geld. Ein Armer. Logisch. Obwohl, hier so. Nee. Ist ja auch bloß wieder solche Dinger. Anzugswesten. Hemden für Westen. Einsatzwesten, ach du meine Güte. Pussy! You dumbass! Hört ihr das auch gerade? Da ist jeder. Nee, ich glaube, da sind so viele Spieler. Ich bin bestimmt nicht gemeist. Niemand hasst mich. Alle mögen mich. Ja, da sehe ich den Kopf. Ist das hier unten ein Drucker? Okay, we're all gone, I think. Und ein Digitalzeitalter. Oh bitte, jetzt keine Polohemden. Ja, Sheldon Cooper oder was? Oh nee, komm. Ja, dann sehe ich aus wie einer von den Bedienern von Las Vegas oder was? Ja, hier, die Kartenmischer. Johnny ist da. Gut, okay. Such dir erstmal was aus. Wir sind schon sowieso schon über die halbe Stunde rüber. Oder wir machen jetzt so, wir machen jetzt hier einen Cut. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie sich denn Luise entschieden hat und wie wir dann mal im Endeffekt aussehen. So, dann beendet an dieser Stelle die Folge. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.